Darum geht es. Wir sind keine Kurzlebige, keine Montagsdemo, wo man halt einmal hingeht und dann hat sich das irgendwann mal. Und selbst wenn es einen Volksbescheid dazu geben sollte, nein, wir lassen uns so einfach nicht abspeisen. Das Maß ist übermäßig voll. Wir sind hier in einer Demokratie, die haben wir jetzt seit guten 60, 70 Jahren. Und was ist hier eigentlich passiert? Wir hatten einen guten Kanzler, wir haben uns in einen totalen Kapitalismus reingerannt und wir stehen letzten Endes am Abgrund. Wir verbrennen Geld, weil wir uns die ganze Zeit an unser Geld klammern und jetzt nimmt man uns das, was wir alle noch haben, nämlich unsere Freiheit. Und wofür? Für noch mehr Geld, das andere für euch aus dem Fenster werfen, damit sie noch mehr Geld haben. Unsere Arbeit hier von euch allen ist außerhalb des Parlaments. Wir sind APO 2.0. Wir haben damals gekämpft, also unsere gedanklichen Vorfahren haben damals gekämpft. Wir müssen jetzt hier stehen und kämpfen. Und warum? Weil wenn wir nichts tun, wenn wir einfach nur hier mal kurz rumstehen und dann wieder nach Hause gehen, dann haben wir nichts erreicht. Dann werden wir weggewischt werden, wir werden unter den Tisch gekehrt werden. Wir müssen hier stehen, wir müssen dauerhaft aktiv sein und wir müssen uns organisieren. Und ACTA ist nicht das Einzige. Wir haben so viele Gesetze, die gegen uns sind. Wir haben so viele Menschen, die gegen uns sind. Wir haben Verbände, die uns unterdrücken. Tag ein, Tag aus. Und wir haben es bereits akzeptiert. Wir müssen die jetzigen Verhältnisse umschmeißen. Ja.